Yo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fassler und herzlich willkommen zu einem weiteren Flohmarkt-Video. Ich gehe am Wochenende auf den Flohmarkt, kaufe da Sachen günstig ein, um diese dann wiederum teurer im Netz zu verkaufen und damit mache ich mich jetzt Schritt für Schritt selbstständig. Falls ihr mal ein Flohmarkt-Video verpasst haben solltet, dann ist es auf jeden Fall nicht schlimm. Ich habe euch hier eine Playlist erstellt, wo ich jedes neue Flohmarkt-Video hochlade. Und zum Anfang würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und die Glocke anschaltet, weil so verpasst ihr keine neuen Flohmarkt-Videos mehr. Wie viel soll denn eine Jacke kosten? Welche? Steht er hier? 25. Okay. Okay, gut. Dankeschön. Ja, bitte. Ich habe seit November 2020 an einem Projekt gearbeitet und jetzt ist es endlich fertig. Ich habe nämlich euch ein E-Book bzw. aber auch ein Taschenbuch geschrieben. Dieses Taschenbuch gibt es jetzt einmal bei Amazon. Den Link dazu findet ihr einmal in der Videobeschreibung. Hier sind wir mal wieder bei den berüchtigten Bananenkisten. Das ist einfach ein Haushaltsauflöser, der tut ziemlich viele Bananenkisten hinstellen mit unterschiedlichsten Produkten und da würde ich euch empfehlen, wenn ihr Zeit habt, wühlt da mal drin rum. Ich habe da schon echt coole Produkte gefunden, vor allem werden die Produkte für circa 1 Euro angeboten. Was ich mir hier angeschaut habe, ist ein Pharao und ein Heimlich und Co. Beziehungsweise sieht man, dass es einfach eine Bananenkiste war mit Brettspielen und für 1 Euro hätte man die gegebenenfalls mitnehmen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Brettspiele geprüft worden sind, ist ziemlich gering und wenn ich da so einen, ja, einen 9 Euro Brettspiel habe, das unvollständig ist, das ärgert mich immer. Ihr wisst ja, man kann unvollständige Brettspiele trotzdem sammeln. Es gibt auch Brettspiele, die kann man unvollständig zu einem guten Preis verkaufen und wenn ihr richtig viel Zeit habt und euch mit dem Brettspielthema dann auch auseinandersetzt, da kann man dann auch Ersatzteile zu verschiedenen Brettspielen einmal anbieten. Also je mehr Zeit man investiert, desto mehr Profit wird man machen. Mit Ersatzteile verkaufen macht ihr auf jeden Fall den höchsten Gewinn pro Brettspiel. Können wir mal reingucken? Ja, bitte. Teilweise war das verklebt, habe ich gesehen. Deswegen sage ich mal 20 Euro. Freunde, 20 Euro für so eine riesengroße Kiste Lego ist auf jeden Fall ein verdammt guter Preis. Ich wette mit euch, das waren so circa 4 bis 5 Kilo Lego und pro Kilo Lego kann man so circa 20 bis 25 Euro im Verkauf nehmen.
Aber wie ihr den Verkäufer gehört habt, war das Lego verklebt. Man sieht ja, dass da einige Teile zusammen sind und ich habe es versucht auseinander zu bekommen und das war wirklich unmöglich. Und verklebtes Lego ist einfach Müll, würde ich euch nicht empfehlen mitzunehmen und ich bin dann auch weitergegangen. Da sind dann auch andere Kaufinteressenten gekommen und meinten, ja, verklebtes Lego kannst du eigentlich in die Tonne klopfen. Haben Sie keine Bestimmt, aber Sie müssen durchsuchen. Wer braucht solche Heiligbilder? Wer braucht solche Heiligbilder? Immer noch nicht da, richtig. Ich habe ihn geschrieben, dass ich keine Antwort habe. Wie viel soll das kosten? 4 Euro. Und eine DVD? Hä? Die kosten, ich habe was für 1 Euro. Also zum Beispiel, jetzt, wenn Sie den nehmen, Stück 1 Euro dann. Mhm. Bei denen auch. Da ist noch eine. Komm, mach mal 15, ist okay. 15? An diesem Stand habe ich 3 Produkte für 15 Euro mitgenommen, was auf jeden Fall ein guter Preis ist. Das ist ein gewerblicher Verkäufer und er macht so oder so auch immer gute Preise. Ich kenne denjenigen und von daher brauche ich da gar nicht zu verhandeln. Wir haben hier einmal der Herr der Ringe, die Spielfilmtrilogie, die Special Extended DVD Edition. Und diese geht allein mit Versand für 30 Euro im Netz weg. Schmeckt. Das nächste Produkt, was ich mitgenommen habe, ist so ein Spielo-Automat. Ist richtig cool, der funktioniert auch einmal und ja, dafür zahlt man brandneu so circa 30 Euro im Netz. Ich schätze mal, dass ich den gebraucht so circa für 15 Euro losbekomme. Und das letzte Produkt, was ich mitgenommen habe, ist ein Steelbook. Und dieses geht nicht so gut weg, also so 3 bis 5 Euro inklusive Versand bekommt man dafür. Ich wollte halt einfach nur bundeln, um den Einkaufspreis ein bisschen zu drücken. Entschuldigung, wie viel soll das hier kosten? 15 Euro. 15. 4. Okay, gut. Dankeschön. Hast du da unter Freunden? Nein. Unter Freunden. Ich habe keine Freunde.
irgendwo. Wie viel soll das so ein Glas kosten? 50 Cent. Und so ein Spiel? Das kommt drauf an. Also die großen 3 Euro, die kleinen einen. Okay. Das sind PC-Spiele. Habt ihr da noch mehr PC-Spiele? Nee, das war's. Okay. Ich würde die 4 nehmen. Bei diesem Stand habe ich 4 Trinkgläser mitgenommen, wo ein Snoopy drauf ist, und dafür habe ich 2 Euro bezahlt. Ihr könnt euch vielleicht noch an das Flohmarkt-Video erinnern, wo ich 5 Peanuts-Tassen für 4 Euro mitgenommen habe, und diese 5 Tassen konnte ich erfolgreich schon für circa 50 Euro flippen. Und da habe ich mir gedacht, komm, das kriege ich bestimmt auch bei diesen 4 Gläsern hin. Also jetzt nicht direkt für 50 Euro, aber pro Glas würde ich mal einen 10er verlangen. Ich habe dann einfach mal im Internet recherchiert und habe zwar nicht dieselben gefunden, aber das Vergleichsangebot hier einmal, und da sieht man, dass auch so ein Snoopys Glas für 9,99 Euro plus 3,99 Euro im Versand über eBay weggeht. Und das, Freunde, schmeckt. Ja. Hallo. Hallo. Wie viel soll da ein Brettspiel kosten? Das erste zum Beispiel gleich? Das 12 Euro. Okay. Das da drunter? Auch 10. Also, nee, auch 12. Mhm. Und das Ravensburger? Das machen wir 8. 8. Und das dann? Machen wir 10. Okay. Wenn ich die 2 nehmen würde, geht da noch was? Musst du 14 machen? 15 möchte ich schon haben. Das geht ja nur erst los. Gell? Mhm. Ich guck mir mal ganz kurz an. Ja. Die Spiele sind auch kaum benutzt. Hm. Ja, dann mache ich das. Und zu guter Letzt habe ich ein Brettspiel und ein Puzzle mitgenommen für unglaubliche 15 Euro. Die Frau war eine Händlerin, die kenne ich auch, und von daher gönne ich denen einfach den Preis. Ja, bei dem James Bond 007, das Agentenspiel von ASS, habe ich gedacht, bekomme ich im Resale ein bisschen mehr. Ich habe jetzt einen Verkauf gefunden für 9,99 Euro plus 5,99 Euro Versand. Was unsere Rendite definitiv rettet, ist dieses neu verpackte Ravensburger Christmas Puzzle. Und ja, das ist eine limitierte Edition. Und ich habe schon mal solche Puzzle einmal geflippt, die waren auch komplett neu. Und für diese bekommt man dann so circa zu der Weihnachtszeit so 25 bis 30 Euro im Verkauf. So, Freunde, und das war's dann auch schon wieder mit diesem Flohmarkt-Video. Wie ihr gesehen habt, war das schon ziemlich zäh. Also ich gehe natürlich auf jede Flohmärkte. Ich versuche mich da auch immer neu auszutesten und gehe nicht immer auf
ja, die Flohmärkte, wo ich mich auskenne. Und ihr habt gesehen, da waren ziemlich viele Händler. Ich versuche auch mit Händlern gut zu verhandeln, beziehungsweise kenne ich einen Teil, wo ich dann nicht mehr verhandle, wo ich ganz genau weiß, die haben Festpreise und deswegen braucht man sich ja da nicht ewig rumstreiten. Und für einen Händlerflohmarkt oder beziehungsweise für zwei größere Händlerflohmärkte würde ich sagen, ist das trotzdem eine gute Rendite und ich wünsche euch auf jeden Fall am Wochenende eine gute Ausbeute und wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Haut rein!